Also mir setzt eigentlich am meisten die kalten Nächte zu. Da habe ich nicht erwartet. Also ich habe auch schon draußen übernachtet und da hat mir nie Probleme gemacht. Ich denke, da habe ich Respekt wirklich davor, wenn es fest regnet, wir unsere Pelzmäntel am Tag brauchen als Regenschutz, dann haben wir sie zur Nacht nicht mehr. Dann frieren wir einfach. Und, also von dem habe ich wirklich Respekt. Christine! Bis der Jörg sein Steilzeit-Pyjama aus Leder an hat, braucht es ein bisschen Geschick und vor allem Geduld. Dass ich auch wieder rufe, ich sehe das Fegnest da. Ja, ich stopfe ihm die Felle rein stopfen und er tut seine Beinlinge, seine Lederbeinlinge um die Füße schnallen und ist dann einfach wie ein Elefant. Und schlimm ist eben in der Nacht, wenn er sich bewegt, dann hört man das. Und das ist zum Teil ein bisschen nervig, oder? Und wenn er sich noch mehr bewegt, dann vibriert das ganze Haus. Weil er haut dann einmal so mit dem Füdli auf den Lehmboden. Und dann tudung, tudung, tudung. Dann ist wirklich wie ein Elefant, der da ist. Hat jeder so seine eigenen Geheimnisse. Es war schon wieder eine schlechte Nacht für Ursula und für Bernie. Weil sie nicht schlafen können, gehen sie darum fischen. Allerdings wieder ohne Erfolg. Die Wanderer kommen in die Berge. 60 Kilometer sind Christian und Martin die letzten beiden Tage gelaufen. Heute wollen sie normal 25 Kilometer und 1200 Höhenmeter machen. Das schlägt nicht nur auf die Füße, sondern geht langsam an die Substanz. Die Wochenauswertung vom Bewegungsmesser zeigt, wie die Anstrengung seit Anfangswoche gestiegen ist. Allein die heutige Tour mit dem grossen Höhenunterschied hat Martin fast 5000 Kilokalorien gekostet. Das Erstaunliche war, an den ersten drei Tagen, ein Hauptproblem, das wir hatten, war effektiv einfach die Füße. Ja. Ich wirklich, morgen hätte ich zum Teil nicht noch Bäume ausreihen, also ja. Vertrieben, aber der Motor ist gelaufen die ganze Zeit. Und ich warte schon mal, bis der mal ein bisschen nachlässt. Ja, aber das wird wahrscheinlich die nächsten zwei Tage irgendwann wahrscheinlich der Fall sein. Jetzt lebt es noch ein bisschen auf Vorrat, aber wenn man weiss, nach 4-5 Tagen, dann geht es lebendig. Und das wird dann das Problem sein. Insbesondere werden sie nicht mehr so gut über die Höhe kommen. Sie werden effektiv da müssen leiden. Und wir hoffen natürlich, dass die Füße weiterhin so mitmachen. Oder? Das sind neuzeitliche Füße in einer Steinzeitumgebung. Auch nach einer Woche hat die Pfahlbauer immer noch keinen einzigen Hecht oder Karpf aus dem Weiher gezogen. Der Jörg und seine Tochter Flavia kontrollieren die Reusen, die mit Speck als Köder drinnen auf dem Seegrund liegt. Eins, zwei. Doch, hier, rein! Was? Das Kleises! Das Kleises, aber das fangen wir jetzt. Und tschüss! Ah ja? Kannst du rausnehmen? Zwei sogar! Oh, aber die sind ja, die kann man kaum essen. Drei. Drei. Vier. Yeah. Vier Fisch. In der Reuse. Sind das die Kleinen da? Aber vielleicht eine können wir doch als Köder nehmen. Stolz wartet Zippe auf den ersten Fang.
Die Hoffnung, doch noch irgendeinen einen fetten Zug zu machen, steigt wieder. Genau, ja. Weil schon die Pfahlbauer wussten, grosser Fisch frisst kleiner Fisch. Und auch kleine Buben gehören offenbar zu den natürlichen Feinden von kleinen Fischen. Oh, der lebt noch, oder? Seitenfisch. Ja, viele Töte. Aber nicht, he? Sagst du mir gleich danke. Tschüss. Fische sind schon ein bisschen dumm. Tschüss. Komm, mach jetzt. Ja, jetzt ist er, glaube ich, tot. Ja. Gut, ich muss sagen, die Reise funktioniert. Ja? 1. August. Noch geht es 5000 Jahre bis zu der Gründung der Eidgenossenschaft. Die Pfahlbauer sind Staatenlose, nur sich und ihrer Siedlung verpflichtet. Mit dem Feuer feiern sie heute schlicht und einfach eine erfolgreiche Getreideernte. Das war schön, oder? Ja. Der Jörg geht auf die Jagd. Weil nach heutigem Recht nicht mit Pfeil und Bogen darf Tier schiessen, kommt der örtliche Jäger mit der Flinte mit. Ja, die Pfahlbauer, die wir hier haben, die sehen ich rein unmöglich, dass die überhaupt je noch eine Chance haben, überhaupt schon wild zu sehen. Weil der Bogen, den sie haben, der ist sehr gut, ist authentisch nachgebaut. Aber es fehlt ihnen hier an der Handhabung des ganzen Bogen. Ob ihr Steinzeit oder heute, nebst einer präzisen Schussabgabe, ist Geduld die wichtigste Fähigkeit eines Jägers. Das Warten lohnt sich. Keine Delikatesse, aber immerhin tappen die Beute ins Schussfeld. Oh, der Schuss ist mir ab. Der ist mir unten durch. Ein Stecher reingekommen. Scheiße! Die Pfahlbauer haben sicher die Maten und Füchse gejagt. Da finden wir Tierknochen. Wir finden auch Schnittspuren von den Feuersteinmessern, die zeigen, dass man die Felle abgezogen hat. Ob es ein Tabu gegeben hat, ob man die nicht essen durfte oder ob man sie gegessen hat. Ich denke, das kommt ein bisschen auf den Hunger drauf an. Aber wir können das natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die Wanderer haben eine kalte, windige Nacht hinter sich. Die Höhle, in der sie drinnen geschlafen haben, hat nur wenig Schutz gegeben. Sie haben heute ein grosses und höchstes Ziel. Ein Berg, 2400 Meter über Meer. Frust im Pfahlbauerdorf. Kein Fleisch, schlecht Wetter, nichts gelingt. Nicht einmal der Geisskäse, den Babette machen möchte. Jetzt ist aber super, schau mal. Ja. Ich sehe. Ja. Also, jetzt müssen wir es auskratzen. Ist gut? Ich muss es wegnehmen. Oh, nein! Oh, nein. Ja. Oh, alles noch einmal. Und probieren wir es nochmal. Sorry. Es kann passieren. Ich finde es lässig, dass er mithilft. Er hat nämlich auch gerne Käse und hat gesagt, er mache mal den Käse. Und bis jetzt hat es gut geklappt, gell? Ja. Gerade heute am Morgen zum Beispiel habe ich am Brot umgeketscht, an einem faden, geschmacklosen, ewig gleichen Fladenbrot, wo mir jetzt auch nach einer Woche noch nicht geschmeckt hat. Und bei jedem Biss habe ich an irgendetwas anderes gedacht aus der Neuzeit, wo einfach 10-mal besser wäre als das. Da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich mich dann gewöhne an wenig Salz oder auch wenig Geschmack oder so Sachen. Und das ist aber nicht passiert. Schwarzwälder Torte ist Traum. Gäng nur Getreidebrei, der lieb lange Tag. Wegen was? Ist die auf der Jagd verkehrt? Der Berni muss richtig durchbeissen. Da kommt der Besuch aus der Neuzeit gerade wie gerufen. Du, ich bin jetzt noch ein bisschen länger gehockt.
allein. Ja. Und dann hatte ich gleich noch jagdlichen Erfolg. Ich habe noch eine Wildsau geschossen. Nein! Ja. Nein. Ja. Nein. Aber schon nicht mehr mit mir. Ja. Jetzt sollten noch zwei Mann mitkommen, die ich holen kann. Zwei Mann? Gehen dir die? Ja. Können wir die haben? Gehen wir ja, die können die haben. Die ist extra für euch geschossen. Hör ich gerade aufessen. Eben, schau, hier liegt die Sau. Da ist jetzt die Wildsau. Und eben, ich habe die gerade, man sagt, der Jäger sagt dem aufgebrochen. Einfach die Innereien rausgenommen, das macht man immer gerade nach dem Schuss. Dann ist sie da raus und hat in den Wald gehen und dann hat es geklopft. Dabei. Ja, ich will. Oh ja, die Leber ist ja schön. Ja. Ja. Willst du sie mal anschauen? So wird sie ja am wenigsten dreckig. Du musst von dieser Seite kommen, schau, du siehst sie. So, du siehst. Das ist wie ein Herz. Ja, das ist etwas anders. Das Herz ist ein Herz, das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Soll ich helfen? Ja, dann. Der Transport über den Hingerriedweiher, als wette die Pfahlbauer der Wildsau das letzte Geleit geben. Die Pfahlbauer von damals, die haben alles gebraucht. Auf einmal die Haut draussen dran, die haben sie gebraucht. Entweder haben sie Leder daraus gemacht oder aus Fell das gebraucht, ob schon sie eigentlich hart ist. Die haben Knochen gebraucht für Nadeln und Ahlen. Die haben Beinsehnen gebraucht, wo man Schnüre alles kann brauchen. Die Rückensehnen kann man nähen. Es ist eigentlich alles gebraucht, was ist nichts vorgeworfen worden. Und die Zähne kann man als Trophäe oder als Schmuck auch noch verwenden. Das erste Mal müssen die Männer ohne fremde Hilfe ein Tier zerlegen. Aber wie? Und wo genau? Ich finde es einfach hier nieder. Nein, schau da hinten, wenn du da stehst, da kannst du stehen. Ja, aber wenn wir es aufhängen, um das Fell abziehen. Ja, mir ist gleich, wenn du einen Dauerregen kommt und wir sind gerade dran. Ja. Ich kann nicht abschätzen, wie lange wir da dran haben, oder? Ich nehme mal einen Säbel. Schon zwei Stunden, oder? Zwei, drei Stunden. Ich hisse es wahrscheinlich schon, aber. Ja, jetzt beim Ausnehmen und Knochen brechen, so möchte ich eigentlich nicht dabei sein. Die Kinder wollen sich den Anblick vom Schlachten ersparen. Und auch den Mann ist es eigentlich nicht ganz wohl bei dieser Arbeit. Wenn ich jetzt bei der Pfahlbauer in der Sippe länger leben würde, dann wäre das vermutlich bei der Rollenteilung nicht ein Job, der mir zufallen würde. Aber jetzt sind wir halt nur zwei Männer im Moment da. Dann lehre ich das halt auch. Stundenlang arbeiten, für einmal zu essen zu haben, das ist Steinzeitalltag. Das ist nur gut, he? Das ist schon gut. Schon noch etwas, was man einfach nicht gesehen hat. Nein, nein. Hey, schau schön, wie das aussieht. Super schön. Das freut mich. Also da sind die Kinder schon. Die sind noch unterwegs. Die gehen noch ein bisschen spazieren. Ja. Der Gewunder ist offenbar stärker als der Ekel. Hast du ein Bein? Nein. Und der Hunger sowieso. Wind und Feuchtigkeit sind die grössten Feinde der Steinzeitwanderer. Die dünnen Ledersohlen verzeihen im Gebirge keinen Feldtritt. Fast 100 km sind Martin und Christian seit Pfien gewandert. Doch oben, hoch über dem Wallensee, läuft im Hinterkopf bei beiden der gleiche Gedanke mit. Sie haben noch nicht einmal die Hälfte von ihrer Tour geschafft. Ja.
Keifel. Du schlechter Keifel.